Hallo Welt, da sind wir wieder hier im Starlight Drive-In und ich bin immer noch etwas aus der Puste und ich bin überrascht, dass wir das hier hinbekommen haben. Na gut, jetzt geht's nicht, weil eins an ist, jetzt ist immer eine Bedingung richtig. Dann müssen wir das hier auch noch ausschalten, hier einmal durch. Und dann wäre es dann wieder aus. Okay, ich bin immer noch aus der Puste und ich bin überrascht, dass ich das so hinbekommen habe. Wir zusammen, liebe Welt, ihr habt auch Nerven bewiesen, dass ihr nicht gleich abgeschaltet habt, als ich angefangen habe mit: Ich habe ja keine Ahnung von dem, was ich hier mache. Aber es hat funktioniert. Und jetzt müssen wir das Ding natürlich noch irgendwie in die Fabrik bringen. Da stelle ich mir doch schon automatisch jetzt die Frage, wo bauen wir das Teil jetzt auf? Hier an diesen Eingang, Fabrikeingang, ja, Dekontaminierungsbogen, hier schön. Aber hier steht schon so viel. Hier haben wir noch gar nichts gebaut. Ich habe schon wieder tausend Ideen jetzt im Kopf. Ach, aber wir werden kein Holz haben wieder, oder? Eine Dekontaminierungskammer bauen wir hier hin. Aus Glas auch noch. Oh ja, das ist gut. Das ist gut. Das kriegen wir doch bestimmt auch hin. Momento, momento. Glas. Wow. Ja, mein Gehirn qualmt noch. Und ich sage es gerne nochmal, die Elektriker unter euch oder Elektroniker. Vielleicht sogar die ganze Welt. Die wird sich denken, meine Güte, was, wieso stellt er sich so an? Ich habe nie was mit so einem Zeug zu tun gehabt. Ich weiß es nicht, wie das geht. Ja, wir benötigen drei Holz jeweils hierfür. Oder nehmen wir mal dieses, da brauchen wir aber auch drei Holz für. Das wäre eigentlich schöner. Egal, auf jeden Fall brauchen wir Holz. Viel Holz. Wir werden nicht zur Abernathy Farm gehen, um Holz zu kaufen, oder machen wir das doch schnell? Na, wir müssten hier drin eigentlich genug Holz Ich muss haben. mal wieder nach Diamond City. Hier köchelt es auch so vor sich hin. Holz. Okay, gucken wir mal durch. Das ist eine lange Liste. Okay, hier ist schon mal zwei Holz drin, also haben wir vier schon. Hier ist auch noch mal Holz drin. Holz. Na komm schon, wo ist das viele, viele Holz hier? Holz. Ha. Holz in seiner Urform. Und hier der Holzlöffel auch gut. Zigarren. Na ja, gut. Holz ist drin. Da, Bilderrahmen, kleine. Ach, da haben wir aber erstmal jetzt reichlich Holz. Das sollte reichen für so eine Dekontaminierungskammer. Und ja, das wird mit Sicherheit schon wieder viel zu groß, was ich mir jetzt vorstelle. Dieser spontan Einfall. Manchmal bin ich auch mit meinem Gehirn nicht so ganz zufrieden, dass da immer so viele Ideen kommen und da wird man nie fertig mit irgendwas. Ich meine, in der Musik ist das gut, wenn man schnell schreiben kann oder wenn man sich das alles merken kann und Texte schreibt oder komponiert, dann macht es schon Sinn.
dass man viele Ideen hat und viel verzweigt denken kann, aber dieses verzweigt denken, das geht ja auch schon, das kann ja auch dann schon mal in die Schizophrenie führen, wenn man jetzt zum Beispiel falsch assoziiert. Ich will jetzt nicht, ich höre sofort auf, klug zu scheißen, tut mir leid. Nein, nein, nein. Ja, Schizophrenie, das muss ich aber jetzt loswerden. Der Gedanke ist jetzt einmal da. Oh mein Gott, ich kann mein Gehirn nicht ausschalten. Wo ist das Bier? Ich brauche mehr Bier. Also, Schizophrenie, Gedanken. Also, wir sagen zum Beispiel Tag, denken dann an Nacht. Wir sagen Mutter und denken an Vater. Und bei der Schizophrenie ist das so weit verkabelt im Gehirn, dass man zum Beispiel... Ja, man sagt Tag und er sagt dann U-Boot. Kommt also eine Assoziation mit U-Boot. Das ist irgendwie anders verdrahtet dann im Gehirn. Und U-Boot wären andere auch drauf gekommen nach einer gewissen Zeit, aber sehr viel später erst. Die erste Assoziation bei Tag ist Nacht normalerweise. Und bei Sonne ist Mond oder sowas. Naja, das kennt man ja. Das kann man mal ausprobieren. Möbelstück, Stuhl oder... Ja, da gibt es eigentlich, okay, das ist jetzt nicht ganz so offensichtlich, aber kann man mal so eine Liste machen und sich mal ausprobieren, so ein bisschen mit beschäftigen und dann findet man heraus. Nein, macht das bitte nicht, liebe Welt da draußen, so findet man überhaupt nicht. Das muss schon ein Experte machen. Aber so funktioniert das. So sieht man. Also wenn ihr bei zum Beispiel bei Sonne auf U-Boot kommt, dann ja, könnte man sich Gedanken machen. Also wahrscheinlich denkt ein Schizophrener dann so weit herum, dass er an Sonne hört er und unsereins sagt dann Mond und als Schizophrener denkt er dann an Mond, denkt aber sofort auch weiter noch an, vielleicht denkt er über den Mond, aber dann geht sofort eigentlich weiter verschaltet nach Sonne, verdunstet Wasser, Wasser, U-Boot, irgendwie so, also ganz verzwickt, eigentlich gar nicht mal so dumm. Also dumm kann man sowieso nicht sagen. Ich habe eigentlich auch was gegen den Ausdruck dumm. Es gibt keine dummen Menschen. Und ja, jetzt haben wir aber genug Holz. Wie heißt es? Es gibt keine dummen Fragen. Es gibt nur dumme Menschen. Nein. So ist es dann nicht gemeint. Okay. Hier rappelt's im Karton gerade. Ich merke, dass hier schon wieder was unrund läuft. Wir müssen wahrscheinlich gleich nochmal neu starten. Aber die Dekontaminierungskammer, die hätte ich ganz gerne jetzt doch noch fertig gebaut. Mal sehen, wie weit wir hier kommen. 31 Stück können wir davon bauen. Ja, das ist doch erfreulich mal. Ja, ich bin ja dafür, dass wir hier die Tür zum Beispiel rausnehmen. Und mal sehen, was haben wir denn da für eine Tür jetzt als Ersatztür, wenn es eine Dekontaminierungskammer werden soll. Und zwar so verrückt, wie ich mir das gerade vorstelle. Dann nehmen wir doch vielleicht mal eine weiße, so eine. Aber wenn die hier reinpassen könnte, das wäre so schön. Aber sie passt nicht. Sie snappt hier nicht an. Ja, okay, sie wird reinpassen, aber... Haben wir so etwas nicht auch hier aus dem Neuen? Nein, da sind Türen bei, aber nicht so welche. Also so würde sie reinpassen zum Beispiel. Ja, und sehr gut, wir kommen hier nicht mehr durch. Ich und mein Gehirn. Oh Mann, was kann ich euch da Geschichten erzählen? Nein, ich lasse es lieber. Okay, das war Nummer 1. Jetzt brauchen wir etwas Glas hier. Ich hoffe, das snappt jetzt wenigstens hier irgendwo an, sonst müssen wir das umgedreht machen. Also erst das Glas und dann... Ah, das wird wohl so nicht funktionieren. Also schön. Dann machen wir das erstmal so, dann nehmen wir hier schon mal die Tür raus und setzen hier eine Glastür ein. Schwupp. Ich hoffe, die steht jetzt auch richtig rum so. Ha, ob es richtig ist oder nicht, verrät uns gleich das Licht. Moment, warum machen wir denn hier so eine rein? Da können wir doch auch eine Betontür hier einbauen.
Da muss man ja von draußen nicht unbedingt zusehen, wie hier jemand sich dekontaminieren lässt. Dann wahrscheinlich nackig ausgezogen und, naja, man kennt das ja. Aus den Filmen zumindest. Oder aus dem Netz. Wo ist die Tür? Concentration, bitte noch einmal konzentrare. So, die weiße Tür. Aber die sollte doch jetzt hier an der anschließen. So, und wir machen die Schalter, begeben sich nach außen. Das ist ja auch gut so. Und wir bräuchten hier dann nochmal eine, die uns hier, ja, dann bringt das mit dem Glas, das macht ja dann gar keinen Sinn, was wir da... Haben wir so weg? Naja, egal. Machen wir das mal so. Dürfte ich mal bitten darum. Drei Türen, oh Mama mia. Das wird immer kompliziert. Wäre ich mal bei der ersten Idee. Einfach den Dekontaminierungsbogen hier aufstellen und gut ist. Wo sind unsere Glasteile? Glas, 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 Glas. So, da haben wir Glas. Moment, hier haben wir Glas. Ah, und wir kriegen es nicht hier reingesetzt. Nein. Okay, dann Glasdach. Vielleicht hilft uns das ja weiter. Nein, das ist ein Glasboden. Einen Glasboden haben wir leider, leider nicht. Ja, wir nehmen einfach hier das Glasteil hier so eins und zwar ein schönes, dichtes. Oh nein! Oh, das war zu erwarten. Auch das passt hier nicht drauf. Das wäre aber so schön, wenn es passen würde. Du, 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 du. Mir fällt doch gerade ein, dass das sowieso so nicht klappt. Ja, also schön. Wir nehmen die nochmal raus. Experiment Nummer 2. Wie wir das hier mit dem Glas kriegen? Ah, Moment, da waren wir schon an der richtigen Stelle. Das dockt hier nirgends an. Das wundert mich jetzt. Ah, da würde es andocken. So weit oben, das wäre mir jetzt eigentlich egal. Der Dekontaminierungsbogen, der ist ja auch ziemlich hoch. Da würde es andocken. Wir werden aber Probleme bekommen, wenn wir hier die Etagen später reinbauen wollen. Aber egal, machen wir das einmal so. Mal so einen größeren Dekontaminierungsraum hier. Ah, nee, das ist jetzt aber zu viel. Oder? Ah, ich weiß nicht. Lassen wir das so. Was ist los hier? Abgestürzt? Wow. Nochmal Glück gehabt. Aber das jetzt... Das war seltsam. Gruselig. Okay. Glaswände. Glaswände. Und vielleicht auch eine Tür aus Glas. Naja, das mit der Tür machen wir später mal. Na schön. So sollte es stehen, das Fensterchen. Aber es geht nur nach innen. Es geht nur nach innen, liebe Welt da draußen, weil wir diese Wände hier wahrscheinlich falsch herumgesetzt haben. Sieht zwar gut aus, aber es gibt leider keine Wand, die innen und außen, also keine, das geht bei den Betonwänden, da kann man diese mittleren Wände reinsetzen. Das wäre schön, wenn wir das jetzt einmal gedreht bekommen könnten hier. Genau andersrum da reinsetzen, also... Na, schade, das ist ja schon nicht falsch, so für diesen Bau. Also gut. Nehmen wir die mal ganz raus hier, die Tür. Oh, 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 jetzt wird schon dunkel draußen. Ich sehe es kommen. Also hier passt das doch wunderbar. Also können wir hier eigentlich auch gleich eine Glastür reinbauen. Naja, da kommt, da soll nach, das machen wir nachher. Sonst haben wir das gleiche Problem von vorhin. Hier dann nochmal und... Es geht einfach in die falsche Seite. Das ist, weil hier oben drauf schon diese Teile sind. Aber das ist das Glasdach, das sitzt jetzt so schön da drauf. Also die müssten auch gedreht werden hier. Ist zwar nett, die Idee, aber ja, so rum wäre das schon besser in diesem Fall. Aber hier geht es nicht, weil wir da schon oben den Boden gelegt haben wahrscheinlich. Aber vielleicht brauchen wir das hier auch gar nicht.
Vielleicht reicht das hier, wenn wir das so machen. Und jetzt... Ja, ich meine, wir könnten hier jetzt auch mit Glas weiter verkleiden. Jetzt sollte es aber auch nach innen sich biegen lassen. Nach innen biegen lassen. Ja, versuchen wir mal so eins, aber schon mit intakten Glasscheiben. Also mit dem, mit der Dunkelheit, ich glaube, da werden wir jetzt nicht glücklich. Und die Tür ist auch schon falsch rum drin. Okay, die Tür kann ja auch hier sein. Das ist, jetzt klappt es. Ja, genau, die Tür war falsch rum drin. Deswegen hat es nur zur anderen. Jetzt kann es hier nicht ansnappen. Jo. Ja, dann bauen wir das eben so rum. Das ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Da müssen wir jetzt aber, bevor wir jetzt weiterbauen, erstmal eines ausprobieren. Bekommen wir denn hier überhaupt Strom und den vor allem den Dekontaminierungsbogen rein? Passt der hier? Oder müssen wir das sowieso größer machen hier? Ja, also er würde passen. Er würde hier reinpassen. Mit der Verkabelung nachher, das ist wieder eine andere Geschichte. Aber machen wir das mal so. Sollen wir gleich zwei Stück hier reinbauen? Dann sieht das etwas echter aus. 27 Stück können wir davon bauen. Die bauen wir auch. Nein. Zwei sollen reichen, sage ich mal. So zwei Dekontaminierung. Zisch, zisch. Ist schon übertrieben, sieht aber besser aus, finde ich. Ja, das sieht man nicht. Wir gehen erstmal schlafen. Eine Runde Pofen hier. Ja, das passt schon von der Zeit. Sehr gut, noch eine Sekunde. Dann könnten wir vielleicht riskieren, hier nochmal die Wand rauszunehmen, aber ich sehe, da scheint irgendwie Strom dran zu hängen von außen. Also gehen wir lieber einmal raus und gucken. Ja, genau hier hängt Strom dran. Das wird schon die Seite sein dort. Also hängen wir das mal dahin. Boah, jetzt dürfte doch nichts passieren, okay? Okay. So, unser Dekontaminierungsraum hier. Sollen wir hier hinten noch eine Bank reinbauen, den noch größer machen? Die Idee war, hier jetzt vielleicht Betonwände zu nehmen mal an dieser Stelle. Weil es mit denen vielleicht einfacher geht. Was habe ich gesagt? Okay, irgendwo, ja, das dachte ich mir, das scheint doch ganz in Ordnung zu sein. Oben drauf geht es nicht, aber da können wir sie andocken lassen. Ja, dann nehmen wir mal gleich zwei davon. Und damit es hübscher aussieht, machen wir das mal schön nach unten hin hier so. Und vielleicht oben drauf auch noch eine. Ja, warum nicht, dann ist es da schon mal dicht an der Stelle. Könnte man jetzt nach ganz oben machen, aber naja, das reicht erstmal. Das können wir verschönern, das kommt später hin. Dekorieren, da, ich kann es ja gar nicht erwarten. Wir haben so viele Siedlungen, die alle noch undekoriert sind. Da werden wir noch unseren Spaß mit haben. Ja, die Dekoteile, die meisten snappen ja nirgends an. Also die sind ja recht dankbar, recht gut zu verarbeiten.
Ja, da ist das Glasdach. Wie war jetzt nochmal die... Ach so, ja richtig, die Tür. Darum haben wir das ja hier gemacht. Die Tür, die Tür, die Tür, 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 Tür. Wo sind die Türen? Da sind die Türen. Und dann gucken wir jetzt mal. Legen wir mal Strom hier nach außen, obwohl wir können ja jetzt... Das dockt hier schon mal an. Das ist doch gar nicht so falsch. Ja, also ich bin der Meinung, das geht. Wenn wir hier jetzt auch noch die Glastür rausnehmen und da auch noch mal Beton einsetzen können. Ach so, ja, können wir wahrscheinlich, weil jetzt auf der rechten Seite Beton steht. Aber nicht so gut. Und wenn wir das Glaswändchen hier rausnehmen. Aha, da war doch was. Wo war das? Ach so, draußen. Ja, von draußen ist das aber nicht so schön. Ach, jetzt stört die Glasscheibe, da bin ich fast sicher, dass es so ist. Oder? Das ist sogar noch diese Tür, diese Wand hier, die stört. Aha. Ja, so wollen wir das aber nicht. So wollen wir das nicht. So schön wie auf der anderen Seite, das wäre gut. Moment. Liebe Welt, das machen wir anders. Ich freue mich, ich habe hier lauter gute Ideen. Naja. Ganz in unserem Element. Und einmal jawohl. Und es ist dicht. Es ist dicht, dichter als ich. Ja, wunderbar. Jetzt können wir das hier doch bestimmt wieder rausnehmen. Dieses Teil. Oh ja, das hat gepasst. Und jetzt wäre es schön, wenn wir das Teil aus dem Lagerhaus hier, Bausatz, wenn wir das wieder einbauen könnten. Das wäre doch jetzt hilfreich. Oh, da müssen wir aber nicht bei Dächern oder Fertigstrukturen gucken, sondern bei Wänden. Moment, wir haben so eine Wand, da setzen wir hier vielleicht eine kaputte hin. Oh, 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 oh. Das geht mal nicht gut hier. Leider Gottes geht das nicht gut. Okay. Na, das bekommen wir doch von hier dann vielleicht drauf gebaut da oben. So, einfach wieder rein, dachte ich. Beton stört, das Kabel. Ja, wer das ausprobiert, der merkt, dass, wenn das hier scheinbar überhaupt nicht reinpasst, dass sich das dann auch nicht mit der Maustaste drehen lässt, das Teil. Das passt überhaupt nicht so. Und das liegt jetzt wiederum daran, dass die Tür hier, ja, die ist zu weit außen, die müsste weiter innen sein. Und da gucken wir mal, wie das drin aus... Das schließt ja jetzt perfekt ab. Bevor wir jetzt von außen da irgendwas rumexperimentieren, schauen wir uns das nochmal von innen jetzt an. Und wenn wir hier jemals hochkommen, dann... Ja, also das ist gut. Das meinte ich, die Außenkante ist das hier. Also es liegt nicht innerhalb des Fensters, was ja auch nicht so schön wäre. Ach so, die Glasteile kommen jetzt darunter. Ah, gut. Ja, das bedeutet, wir werden mit unserem Betonteil nochmal diesen Trick machen. Also die Betonteile sind super, 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 kann ich nur sagen. War das ein super zu viel, oder? Du, 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 du. Ja. Andersherum. So herum? Nein, so nicht. Jawohl!
Also hier kann es ruhig ein bisschen überstehen. Da lassen wir uns noch was einfallen. Damit. Aber jetzt kann dieser Klotz hier raus. Ja, und wir haben das gleiche Problem wie vorher, oder? Jetzt kommt dieser raus und dann haben wir hier ein Loch. Auch nicht gut. Dann bauen wir um die Ecke. Wir haben hier unsere dankbaren Betonteile. Schwupp, um die Ecke. Ja, genau so hatte ich mir das vorgestellt. Alles gut. Bing. Wir haben endlich die Maschine mit dem Bing. Und? Na, das war doch schon fast grün. Ja. Tja, da passt es. Ja, wunderbar. Jetzt könnten wir höchstwahrscheinlich sogar die Betontür wieder, wir versuchen das mal, die wieder zurückziehen so ein bisschen. Damit das hier dann doch abschließt an der Seite. Versuchen wir das mal. Ah nein, das geht jetzt gar nicht mehr. Die sind absolut nicht kompatibel mit dem. Mit den Lagerhausstrukturen. Okay, dann lassen wir es so. Ist ja auch okay so. Wie gesagt, mit dieser Ecke werden wir uns noch was einfallen lassen. Vielleicht kommt da ein Haken dran, Kleiderständer oder was auch immer. Wow. Ja, wir sind noch lange nicht fertig damit. Das ist jetzt erstmal nur der Raum. Wir kommen aber noch nicht rein in den Raum. Jetzt bauen wir hier mal... Kann das nicht mehr woanders liegen? Da so. Jetzt bauen wir hier mal den Auslöser schon mal hin. So wie wir das in der letzten Folge, ich sag mal vorsichtig, gelernt haben. Naja, wir haben rumexperimentiert und sind halt auf die Lösung gekommen. Lernen ist ja immer etwas negativ konnotiert in der heutigen Zeit, also versuchen wir das jetzt hier nochmal so hinzulegen. So, hier geht man rein, löst das Teil aus. Und hier geht man raus und löst das Teil aus. Okay. Dann brauchen wir drinnen aber auch noch so etwas. Jetzt müssen wir erstmal reinkommen also. Wow. Jetzt fängt es wieder an hier mit dem tüftelig werden. Wie bauen wir hier oben drüber, hätten wir Platz. Aber hier oben drüber, damit das hier auch einigermaßen aussieht, bauen wir hier nochmal so eine Betonstruktur drauf. Nehmen wir mal eine schöne Wand. Und wie ich beinahe schon befürchtete, die passt nicht mehr drauf. Hier auch nicht. Also gut. Ist das hier weg? Oh nein. Ja, da müssen wir doch höher mit Beton bauen. Ha! Aber das passt. Ja, das passt. Okay. Okay. Mhm. Ja, genau. Liebe Welt da draußen, es passt. Naja, das sehen wir, denke ich, alle schon, dass das passt. Jetzt benötigen wir noch etwas anderes, nämlich Glas, stelle ich mir hier vor an der Stelle. Ja, dann nehmen wir mal hier so ein Fensterchen. Eine Wand nennt sich das. Aber wenn das so ist, dann ist das ja wunderbar. Hoffe ich. Ja, mit so Oberlichtern auf jeden Fall. Da kann ich sehr gut mit leben. Das gefällt mir sogar besser, als ich gedacht hatte. Passt das? Ja, und wir haben die Wände hier, an denen wir dann unsere... Ja, hier haben wir keine, aber hier haben wir oben drüber. Ja, ja, fangen wir hier mal an. Hier soll der Eingang sein. Also brauchen wir jetzt wieder ein Logikgatter. Und, na, welches hatten wir beim letzten Mal? Das XNOR hat nicht funktioniert. Das XOR, das hat funktioniert. Also genau eine Bedingung muss erfüllt sein. Ich überlege jetzt gerade, wie wir überhaupt Strom nach innen bekommen sollen. Ja, erstmal die Tür aufbekommen.
Dann werden wir das schon sehen. So. Das heißt, dieses Teil hier mit, muss mit Strom schon mal versorgt werden. Das ist schon mal klar. Und ich bin fast dafür, dass wir hier eine extra Stromquelle anschließen. Und ich sehe gerade, dass die Zeit um ist. Das heißt, wir setzen hier noch eine Tür ein. Okay, dann haben wir in dieser Folge halt den Raum schon mal vorbereitet. Und werden dann in der nächsten Folge die Elektrizität mit ins Spiel bringen. Elektrizität. Geht das mit dieser Tür wohl? Ah, das wird schon. Ja, bekommen wir denn davon auch ein schönes Bild? Oh ja, der Dekontaminierungsraum. Vielen Dank fürs Zusehen. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.